Am Donnerstag brach gegen 19.20 Uhr in einem Einfamilienhaus in Wolfurt, vermutlich durch einen überhitzten Heizkörper, ein Brand aus. Die Hausbewohnerin konnte sich mit ihrem kleinen Kind noch vor Eintreffen der Feuerwehr selbst aus dem Haus retten. Ja, wir sind zum Brandschnepfenweg 4 gerufen worden, Haus, starke Rauchentwicklung, wir sind reingekommen. Das größte Problem hat sich dargestellt, es ist eigentlich keine Kontaktperson da gewesen. Wir haben also nicht gewusst, es sind Dachboden im ersten Obergeschoss, im Untergeschoss, das Haus war ganz stark verraucht. Unsere Aufgabe gleich am Anfang war, wir sind sofort mit dem Atemschutztrupp rein ins Haus und haben versucht, beziehungsweise haben den Brandherd im ersten Stock gefunden. Haben Sie noch Personen im Haus vorgefunden oder war das Haus leer? Das Haus, als wir angekommen sind, war leer. Es hat sich eine Frau, ein Kind im Haus befunden, aber die haben sie rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Die Löscharbeiten gestalteten sich aufgrund der Holzbauweise schwierig, da hier immer die Gefahr von versteckten Glutnestern in den Zwischenwänden besteht. Ja, wir haben das Problem, dass eigentlich der Brand sich verschleppt hat in die Zwischendecken, Zwischenwände. Wir sind jetzt dran, um die Wände bzw. die Decken zu öffnen. Wir müssen natürlich aufpassen, dass es nicht zu einer Durchzündung kommt. Ich denke mir, es sind noch Glutnester in den Zwischendeckenwänden, aber ich denke, dass wir es recht bald unter Kontrolle haben. Die Ortsfeuerwehr Wolfurt war mit 6 Fahrzeugen und 42 Mann im Einsatz.